Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lost Ark. Der Mann fürs Grobe und sein treuer Gefährte Mr. White Bunny sind wieder zurück. Bereit zu allem. Naja, fast. Nicht, dass mir noch dubiose Angebote kommen. Folgen wir dem roten Faden, der uns Richtung Westen führt. Aber der Mann von Welt läuft natürlich nicht zu Fuß. Wir haben ein Pferd, nutzen wir es auch. Gehe nicht in die Nähe der Ecke. Doch, genau da will ich jetzt hin. Warum zum Teufel tummeln sich die... Und niemand hält mich davon ab. Ihr könnt es ja versuchen. Glück werdet ihr nicht haben. Die Bolts randalieren. Kommst du vom Außenposten? Ja. Dann bekommen wir endlich Unterstützung. Bin doch schon da. Mach die Augen auf. Wir werden von pestbefallenen Kreaturen angegriffen. Die mache ich weg. Allesamt. Besiege die Monster, die den Weg zum Kommandostand versperren. 10 Stück. Nicht weit weg. Diese verfluchten Kreaturen. Ja, ich minimiere ja schon die Anzahl. Wenn ich denn welche sehen würde. Ja. Einfach zerplatzt. Boah, wieso drücke ich immer? Immer die 1 drücken. Jedes Mal verschwende ich ja irgendwas. Ob ich es noch lerne? Gebt mir Zeit, das dauert. Ja, lasst ihr mir noch was über? Nein, ich will doch auch. Die Bolts randalieren. Ich sehe keiner. Wird alles niedergemäht. Bevor ich überhaupt zum Schlag komme. Sonst war es immer nur 1 oder 2. Jetzt muss ich mir hier jeden zusammensammeln. Ja, wie finde ich denn das jetzt? Und wieso sind die alle schneller? Na, geht doch. Leiste dem eingekesselten Kommandostand Hilfe. Diese verfluchten Kreaturen. Da muss ich ja wieder da runter. Spiel ich mal den Läufer. Feldlager auf dem Aguemus. Wie lange können wir sie noch zurückhalten? Oh, hier geht's wieder wo rein. Noch was zu erledigen hier draußen? Bevor ich verschwinde? Sieht mir jetzt nicht danach aus. Na dann springe ich rein. Du erreichst den Kommandostand, der kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat. Die Soldaten wirken vollkommen erschöpft. Bolt müssen sie angegriffen haben. Die bösen Bolt, die... Welle um Welle, nur Bosheit. Da oben... Jetzt ist keine gute Zeit für Gäste. Wir werden angegriffen. Ich gehe ja schon wieder. Ein pestverbreitender Dämon kontrolliert die Monster in der Nähe. Oh, schon wieder. Entzündet das Pulverfass. Kämpft bis zum Ende. Ja. Wenn ich wieder reinkomme? Und nicht dauernd irgendwelche Tränke trinke, die absolut unnötig wären, muss ich da raus. Der sah so aus. Komm hier, nimm das.
in die Ecke gedrängt. War jetzt nicht so günstig. War wenigstens mal ein paar größere. Ja, da fliegen sie. Bis es explodiert. Hoch, was ist denn das? Du siehst nicht gut aus. Geh mal zum Arzt. Ja, aber voll frontal. Schönen Stab hast du da. Gab's den im Sonderangebot. Da ihr Kommandant besiegt ist, können wir die Verwundeten wegbringen und die Schäden reparieren. Ach, Kommandant soll das gewesen sein. Verbrennt die Leichen, damit sich die Pest nicht weiter ausbreitet. Tu ich ja. Du kommst genau zur rechten Zeit. Tja, und bin am rechten Ort. Ja, da sind wir schon durch. Sprich mit Parker in der Grenzwacht. Und wieder hoch. Hätte ich mir ja denken können. Gab's da jetzt drin eigentlich noch was? Gute Frage. Hab ich jetzt gar nicht. Warum zum Teufel tummeln sich die. Die Augen aus. Die Waffen wurden schon angesteckt. Dies ist ein Albtraum. Du hast meinen Hauptmann getroffen? Ja, habe ich. Und Armel, stehst ja zum Glück gleich daneben. Verstehe. Ja, so sieht's aus. Erkundige dich bei Grenzwache Parker nach dem aktuellen Befinden der Wachen. No. Die tapferen Grenzwachen kämpften bis zum bitteren Ende gegen die Dämonen. Gib Aufgabe. Zeige Armel die Aufzeichnungen des wandernden Pilgers. Es geht mir schon besser. Das Ende aller Tage, der Untergang steht bevor. No. Könntest du recht haben. Die Aufzeichnungen stammen von einem Pilger, der vor langer Zeit die Arche suchte. Verlasse die Grenzwacht? Ja, wohin soll ich denn? Oh. Der Armel, der hat's einfach drauf. Kann man nichts weiter zu sagen. Wohin nun? Begib dich zur Redrames-Grenze. Ich hab das Kämpfen sowas. Gab's hier unten noch was? Nö. Ziehen wir weiter. Händler Jeda. Wir sind verdammt. Nur ist's wirklich so schlimm. Ich habe es irgendwie geschafft zu entkommen, aber wenn es leider nicht. Ach, tja, es trifft immer die Besten. Sprich mit dem Händler, wenn es. Ja gut. Was ist das denn? Erwachsener Totengräber? Schau ich mir an? Will ich wissen. Oh, absteigen! Action! Und schon wieder! Aber jetzt zweimal! Was willst du denn? Beute, bling, bling, alles hier viel zu viel. Kann man da wieder was gebrauchen?
Ja. Noch besser. Interessant. Zahn von Grangor. Oh, ja. Okay. Könnt ihr lesen? Ich tue es nicht. So, und jetzt mal, ohne Tränke zu verschwenden. Was ist denn das? Ja, so, das war mit Schaden absorbieren und so. Es ist vorbei! Nein, jetzt fängt's gerade erst an. Meine Waren! Sie stehen in Flammen! Jemand muss das Feuer löschen! Tja, feuerfest müsste es sein. Eliminiere die Totengräber, die den Wagen umzingeln, und lösche den brennenden Wagen mit dem Wassereimer. Was? Prüfen? Los, schnell! Was ist das denn? Mokoko-Samen. Und Fähigkeiten habe ich auch wieder. Feuer! Was war das denn? Jo, das habe ich doch gar nicht. Jo, das habe ich doch gar nicht mit drin. Stampfe mit einem Fuß auf den Boden, um alle Gegner in einem Radius von 4 Metern Schaden zuzufügen. Und 2 Sekunden Erdbeben bei ihnen zu verursachen. Ja, kann ich nur insgesamt 8 Fähigkeiten nutzen, oder? Los, Feuer! Nur für Heiltränke und Co. Ja. Da muss man sich entscheiden. Da lieber mal nicht drauf. Oh. Gut, kann man ja später Los, sowieso schnell. Zurücksetzen. Mach ich mal einfach weiter wie bisher. Ach, ja, auch wieder zuteilen. Erzeuge ein Schild, der Schaden von bis zu 15% der maximalen Trefferpunkte für 5 Sekunden absorbiert. Flammen rund um mich drumherum, die Schaden verursachen oder das Anstürmen die Distanz erhöhen. Flammen, in Flammen gehüllt. Feuer! Ja. Genau das habe ich doch jetzt drauf gebuddert. Los, schnell! Die Flammen. Bewegungsgeschwindigkeit bei Fertigkeitsnutzung erhöht. Haltedauer um 4 Sekunden bei Wirbel. Oh ja. Länger ist besser. ja. Los, schnell! Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Moment mal. Da war doch noch was. Ja, was ist denn hier unten überhaupt noch alles? Boah, ey, wer sollte da den Überblick behalten? Gut, mache ich mal weiter. Wassereimer. Los, schnell! Ja, löschen, ja, löschen! Los, schnell! Hat schon gereicht? Feuer! Gar nicht wahr, ist Feuer! Doch. Ach so, naja. Hat ja viel gebracht, mein Einsatz. Los, schnell! Feuer! Wieder was, was man schnell erledigen kann. Diese verfluchten es ist Räuber! Vorbei. Nein, schon mal gesagt. Ihr habt mich doch drum gekümmert. Du reist zum Kloster? Folge einfach dieser Straße. Ich persönlich würde da aber nicht hingehen. Ja, wieso das denn? Suche im Kloster nach Bruder Alred. Feuer! Was denn hier? Was das? Darf ich nicht? Will er nicht? Nimmt er nicht. Los, schnell! Dann lass liegen, tritt sich fest.
Da wäre noch eine Quest. Tarport, was gibt's Neues? Suche das Medizinzeug in dem Kistenstapel. Och. Ihr könnt wohl nicht reinschauen. Faul sind die Leute. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Hey, moosbedecktes Logbuch. Freue ich mich? Nicht. Gebunden. Lies das faulige Heft. Na, Schimmelt schon. Kaderquest. Lies das faulige Heft. Na, tu. Eine Seite aus dem Tagebuch. Ach, arme Eulone. Sie wurde mit einem entstellten Körper geboren, der allen Leuten um sie herum Angst einjagte. Ihre Abscheu brachte der armen Eulone nur Ungemach und führte zu ihrer ewigen Verdammnis. Ich hoffe, dass irgendjemand ihre Seele eines Tages retten wird. Hab's mir notiert? Mach ich doch. Wenn ich kann. Sprich mit dem Friedhofswärter. Wo ist der? Da oben. Einmal da. In den Quest-Hub rein. Draußen droht die Pest. Hab ich wieder was bekommen? Mokugo-Samen gefunden. Fang dir ja nicht die Pest ein. Ich pass schon auf. Halte Abstand! Das ist übel. Rein ins Regria-Kloster. Muss mich um vieles. Dieser Ort ist in großer Gefahr. Die Pest wütet. Unsere Mittel sind nutzlos. Und wer versucht zu helfen, wird selbst krank. Die Situation wird immer düsterer. Und nun haben sich die Toten erhoben, um alle anzugreifen, die von der Pest verschont blieben. Bitte, steh uns bei. Ich dachte, ich soll kämpfen. Rumstehen nur. Nein, das ist nicht meine Art. Letztes Mal platzierten die Dämonen seltsame Kugeln auf dem Ackerland des Klosters. Tja, was wollen sie wohl pflanzen? Zerstöre die Pestkugeln auf dem Ackerland des Klosters. Und immer noch soll ich mit dem Friedhofswärter sprechen? Unsere Vorräte sind leider sehr knapp. Jo, das wäre der. Ja, da unten sehe ich aber noch zwei Stück. Die will ich auch. Was denken sich die Mönche nur? Ich gebe mein Bestes. Wonach beliebt es dem Herren? Viermal Skehal besiegen, sechsmal Skehal besiegen und Pestverfolger dreimal. Da oben, nochmal darunter. Dort, wo die Patienten sind. Ach so, kurz wie die Quests hier sind. Hätte ich es auch gleich machen können. Wir machen schwere Zeiten durch. Nicht nur ihr, nicht nur ihr. Mehr sag ich nicht. Suche nach den Windmühlenersatzteilen beim Ackerland des Klosters. 10 Stück. Gab's da was zum Lesen? Sah so aus? Nein. Da hab ich mich wohl vertan. Sei vorsichtig. Bekomme ich wieder nichts ab? Wieso darf ich da nicht durch? Nur eine ist mir ein bisschen zu wenig. Ja, komm.
Denn schon, denn schon. Nochmal. Euch brauche ich nicht, scheinbar. Ja, wie seht ihr denn aus? Was muss ich hier machen? 3. Besiege Pestverfolger. Die lassen mir ja keine über. Da oben gibt es noch welche. Und, oh, was hier denn? Kaputt hauen muss ich. Ja, und drin war nichts. Ach so, gehört zur Quest. Ja, Grüße. Wollen Sie auch dahin, wo ich hin will? Ach, alles in Trümmern. War sie da, war sie weg. Du bist doch einer der Gesuchten. Spring mal in mein Schwert. Da. Kisten, Kisten kaputt hauen. Mehr freuen würde ich mich, wenn was drin wäre. Aber nein! Das war im Budget nicht drin. Na, das einfache Schlagen kann ich mir ja aussparen. Kloppt man sich ja dumm und dämlich. Kriegt man ja Blasen an die Finger. Und an die Hände. Zwei Stück noch. Die stehen doch hier. So, fertig? Geh mir aus dem Weg. Ja, da oben gibt's nichts mehr. Da könnte ich aber dann gleich runterspringen. Den dann mitnehmen. Na, könnte ich auch unten rum. Egal, wie ich's mache. Der Weg bleibt gleich. So ungefähr. Daneben. Versuchen Sie es nochmal. Ich gebe mein Bestes. Und der arme Mr. White Bunny muss hinterher hoppeln. Du hast Mutpunkte bekommen. Was mache ich damit nun wieder? Weiterhin die Grenzposten unterstützen. Alt. Aufsatteln. So wollte ich's nicht. Ja gut, nochmal ins Kloster rein. Was denken sich die Mönche nur? Wir wissen schon, was sie tun. Vertrau ihnen. Danke. Pater Amel ist hier und hilft uns bei der Versorgung der Patienten. Da ist auch überall. Unsere Vorräte sind leider sehr knapp. Könnten wir ja ändern. Geht mal einkaufen. Ich muss mich um vieles kümmern. Ich auch, ich auch. So eine Krankheit habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Und wenn du es nicht weißt, ich soll's wissen. Bist ja ein ganz lustiger Typ. Noch was hier? Ja, nochmal zurück. Geh. Die Kugeln? Von denen weiß ich nichts. Bruder Dylem könnte dir helfen. Dann gehe ich den Bruder Dylem mal besuchen. Ach, warum denn? Da oben. Okay.
Das ist übel. Muss aber durch. Nanu? Was? Ach. Sagt nichts dazu. Bald sind die Tränke ja alle, dann kann ich es nicht mehr drücken. So. Jetzt aber. Springt er mal wieder raus, weil ich angegriffen werde. Grenzposten unterstützen. Benutze die Windmühlenersatzteile, um die Windmühlen entlang der Windstraße zu reparieren. Entziffere die unerlässliche Inschrift auf dem Sarg und erkundige dich bei Bruder Dylon über den Jadestein. Da komme ich drüber. Geist. Komm, einmal. Spürt mein Schwert. War's? Doch nicht. Eulones Inschrift. Unsere Angst und Abneigung brachten diese Frau um. Und nun bindet sie ihre Verbitterung an die Welt der Lebenden. Ihr verzerrter Geist wurde in dieser Statue versiegelt. Er wird hier bleiben, bis ihn eine gütige Seele irgendwann befreit. Pater Tebrotte. Doch noch mal darunter. Ja, ihr seid ja schnell wieder da. Oh. Einen bräuchte ich noch. Dann schlag ich vor, holen wir uns das jetzt noch ab. Euch hatten wir auch noch nicht. Ups. Wenigstens kein Trank getrunken. Und da liegt er mir zu Füßen. Tja, schau hinter dich. Warst nicht schnell genug. Auf den Schulterplatten steht mein Name. Da ist ja auch noch was. Ach nein, da ist jemand. Ui, alles voll hier. Lohnt sich? Noch nicht genug? Ach, du bist ein Boss? Ja, sag doch was. Wäre mir so jetzt nicht aufgefallen. Naja, Boss ist etwas übertrieben. Hatte etwas mehr drauf als die anderen, sag ich mal. Nichts zum Aktivieren, nichts zum Anklicken, nichts zum Untersuchen, nichts zum... Oh, doch. Jetzt steht der schon wieder da. Nein, keine Zeit mehr. Da will außerdem noch jemand mit dir spielen. Oh, Gesundheit sehe ich gerade. Ist auch nicht mehr. Bin auch nicht mehr in Top-Zustand. Kann ich da mit Pferd rüber? Alle. Hopp. Wohl eher nicht.
Und wo ist das Pferd hin? Nein, nichts da unten. Natürlich nicht. Reparieren. Machen wir noch schnell. Dann trinke ich doch mal einen Trank. Hab ja genug von. War's das jetzt hier oben schon? Ich müsste noch weiter. Aber wir geben jetzt mal da unten die Quest ab. Und machen für heute Schluss. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Wäre es nicht einfacher, mit dem Pferd rüber zu springen? Meine Meinung. Ich sag ja nur. Ja, dem ist so. Kaching, kabum, gib her, ich nehm's. Was? Geheimdungeon? War ich jetzt nicht schnell genug beim Lesen? Einsamer Dämon, Dämonenhöhle. Dieser Schlüssel öffnet einen geheimen Bereich. Irgendwo auf dem Kontinent. Interessant. Ziehe ich mir nochmal die Handschuhe an. Und den Helm, den setze ich mir noch auf. Dann soll es das für heute gewesen sein. Machen wir Schluss und ich sage wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.